Isst du gerade echt Schokolade? Nein. Lüg doch nicht, ich hab's doch eben gehört. Keine Schokolade, nicht nur. Kev. Ich hab mich an meinen Lügen verschluckt. Kev. Es sind Nüsse mit Schokoladenflakes, ja. Kev. Ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Wieso wusste ich, dass das kommt? Nein! 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 Kev! Zorngeist. Was ist ein Zorngeist? Der Tod. Sind die stark? Ich hab die noch nie gesehen. Was meinst du? Wo bist du? Der Tod. Der aussieht wie der Tod. Hab ich noch nicht gesehen. Hast du wohl gesehen. Ja, aber nicht das Gegner. Der ist aufgetaucht und wieder verpufft. Bei dem im Blick. Ich komm vorbei. Kev, er macht sau viel Schaden. Bleib in seiner Nähe. Ich will ihn sehen. Bleib da, bleib da, bleib da. Los, ihr Graulinge, ignoriert doch nicht. Ich will den Tod sehen. Das klingt veraltet, wenn ich das so sage. Wo bist du? Ich bin hier, um zu helfen. Der fliegt da oben. Jetzt haut er ab. Kommt er zu dir? Ah, hallo. Ja. Ui, 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 ui. Ja, vorbeigehauen. Du Noob. Ah, meine Ausdauer ist alle. Ah! Wow. Ich habe eine Kette bekommen von ihm. Was hast du von ihm? Eine Kette bekommen. Das waren die Viecher, die Ketten droppen. Achso. Also kennst du sie doch. Ja, mir war nur der Name nicht bekannt. Ja, dass der im Deutschen Zorngeist heißt. Wie heißt er denn auf Englisch? Das glaube ich nicht. Das haben die bestimmt anders übersetzt. Meine Aussprache ist vielleicht ein bisschen undeutlich. Achso. Ja, ein bisschen. Sag mal, wieso sind hier... Die ist immer noch undeutlich. 20 Grauzwerge. Eieiei. Entweder du lagst gerade mega oder du krass kriegst gerade einen Schlaganfall. Oder ich versuche, einen Rülpser zu unterdrücken und versuche dabei zu reden. Seit wann versuchst du denn irgendwas zu unterdrücken? Ich will mich bessern. Das ist ein neuer Anfang. Ich hab die Truhe gefunden. Ab sofort wird alles anders. Leider kann ich die verwitterten Knochen nicht mitnehmen. No. Von denen du auch meintest, dass wir die eben nicht mehr brauchen, so schnell. Ja. Ja, ganz ehrlich, hast du Bock nochmal gegen den zu kämpfen? Da ich gerade nicht wusste, wieso, nein. Ich kann die 19 uralte Rinde nicht mitnehmen, die musst du nehmen. Ich bin aber gerade am Bauen. Hä, du warst doch eben noch hier, wo bist denn du? Hä? Ich baue hier gerade das Steinfundament. Na gut. Okay. Also, ja. Hast du dir Gedanken gemacht? Nein. Das wollte ich nicht fragen. Erinnerst du dich noch an die Klassenfahrt in Berlin im Zug? Ach Gott, das war die Berlin-Klassenfahrt? Ich dachte, das war die München-Klassenfahrt. Nein, das war die Berlin-Klassenfahrt. Oh Gott. Aber ich hatte sie echt lange im Mund gehalten, ja? Ja. Das war das Schlimmste. Die schlimmste Fahrt für dich.
Ich weiß nicht mal, wieso ich es so lange im Mund hatte. Also, ich hätte ausspucken können. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkam. Wo kam die denn überhaupt nochmal her? Ich weiß es nicht mehr. Ob es mir irgendjemand gegeben hat oder keine Ahnung. Auf einmal hatte er eine Chilischote im Maul. Und sie lief aus und war verdammt scharf. Es gibt ein Bild davon. Oh Gott, wie dein Mund total aufgebläht ist vor Flüssigkeit und vor dem Ding. Das war schon ein bisschen sehr besonders. Manchmal denke ich auch, ich war sehr behindert früher. Ja. Und dann denke ich mir, Moment, bin ich heute immer noch. Erwachsen werden. Erinnerst du dich noch früher, als man so 12 war und so, und dann kam ein 30-Jähriger und man dachte, scheiße, ist der erwachsen. Nee. Heute ist das alles anders. Oh, ich habe mein Essen verbrennen lassen. Genau wie in echt. Heute ist das alles anders. Heute sind wir weise. Ja. Yep. Total weise. Hab nochmal 12 Eisen mitgebracht. Okay. So kann ich das nicht so tief setzen. Das ist so eine Kacke. Jetzt muss ich den anderen Scheiß erstmal überall hier einsortieren. Okay, da ist das. Bro, ich hasse mit Steinen zu bauen. Wieso? Es ist einfach weggebrochen. Warum? Weil es kein Fundament hat. Aber es ist halt instant zusammengebrochen. Es braucht kein Fundament, es muss einfach nur auf dem Boden sein. Ich meine, wenn man es nicht direkt auf dem Boden platziert. Ja, dann bricht es weg, logisch. So. Kannst du mir mal deinen Krypta-Schlüssel geben? Fuck. Nein. Das ist mein Schlüssel. Hol dir doch deinen eigenen. Du hast ihn mir doch schon gegeben. Ha! Es funktioniert! Siehst du das? Warte. Es funktioniert. Sieht auf jeden Fall ein bisschen fancy aus, was du da machst. Ja. Das Holz hält den Stein. Hä? Okay. Aber guck hier, wenn ich jetzt den Holz abreiße, bop, geht's kaputt. Okay, interessant. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte, man kann Stein nicht auf Holz bauen, weil dann es die Statik im Arsch ist von dem Holz. Es ist auch sehr instabil. Aber es funktioniert gerade. Den kann ich nicht setzen, ne? Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, der geht wieder nicht. Ach Gott, das ist so ein Krampf, dieses ganze Bauen. Ach, ich find's cool, mal so ein bisschen rumzuprobieren. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Wir haben noch Holz. In einer der Truhen. Das ist feines Holz. Hier ist 4 Holz Billigholz. Hier ist 15 Holz Billigholz. Ich kann auch Kernholz benutzen für die langen Balken. Perfekt. Rundholzbalken. Oder Rundholzbalken, wie der feine Herr sagt. Ja, der feine Herr trinkt gerade Fritz-Cola. Oh, nur mit Fritz-Cola lässt es sich erkunden. Oh ja. Ach Gott, jetzt wollte ich die Kohle aufsammeln mit meinem vollen Inventar. Hab mich gewundert, wieso es nicht geht und bin ins Feuer gelaufen. Wie damals mit der Chilischote. Nein, mit der Chilischote bin ich nicht ins Feuer gelaufen. Doch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist durchs Feuer gelaufen. Nein, es fühlte sich nur so an. Das Höllenfeuer brannte in deinem Maul. Es brannte sich durch deinen Körper. Bis du es ausgeschieden hast.
Also wenn du es so formulierst, dann klingt das ja voll böse. Waren wir eigentlich in einem Zimmer in Berlin? Ja, ne? Ach Gott. Ich weiß das nicht mehr. Ich komme gerade auch durcheinander, wer mit wem war. Der Balken sieht so schief aus, weil er genau an der Wasserkante ist, ey. Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es noch aus... War das jetzt München? Ja, ich habe keinen Plan mehr. Das München war ich, glaube ich, in München war ich nicht dabei. Das muss dann irgendwie in der 12. gewesen sein oder so. Ja, ich habe schon wieder kein Holz. Ich baue 3 Balken und habe kein Holz mehr. Hattest du dein Abi eigentlich geschafft? Nein. Du auch nicht? Durfte ich doch nicht, hatte ich doch gesagt. Du auch nicht? Nee. Aber du bist weitergekommen als ich. Ja, bis kurz vorm Ende und dann kam Chemie. Und hattest du da Optionen oder, also hättest du es nochmal probieren können, irgendwie ein Jahr oder? Ja, theoretisch, aber ich hatte in den ersten von den 4,5 Jahren ja schon 3 der 4 Unterkurse, aus unterschiedlichsten Gründen. Aus unterschiedlichen Gründen. Dann war das zufällig auch noch das Jahr, wo 13. und 12. gleichzeitig Ende hatten. Ja, das war ja die Scheiße. Du hättest 2 Jahre zurückgemusst, ne? Ja. Und selbst dann wäre es noch schwer gewesen, weil ich ja schon 3 von 4 Unterkursen hatte. Aber ich hätte wahrscheinlich dann einen besseren Chemielehrer gehabt. Wen hattest du denn im Abi? Also, wer war dein Chemielehrer? Ich weiß seinen Namen schon nicht mal mehr. Ich weiß es nicht. Ah, da liegt Holz im Wasser. Wie sah er denn aus? Keine Ahnung, das war noch irgend so ein junger Neuer. Herr Leidig. Kann das sein? Weiß ich nicht. Markus Leidig. Der so ein bisschen aussieht wie der Held der Steine. Ich kann's dir nicht mehr sagen. Oh Gott, der sieht aus wie der Held der Steine. Hast du gerade ein Bild von Herr Leidig gesucht? Oder wie? Nein, aber jetzt fällt's mir auf. Der sah aus wie der Held der Steine so ein bisschen. Ich weiß nicht mal mehr, wie Herr Leidig aussieht. Wie kannst du dir sowas merken? Ich weiß nicht mal mehr, was ich heute... Doch, ich weiß, was ich heute Mittag hatte. Reis mit Hack. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema, das stimmt. Ich kann mir nicht mal... Wenn sich jemand mir vorstellt, weiß ich nach 10 Sekunden nicht mal mehr seinen Namen. Das liegt aber vielleicht auch an der Situation, dass ich einfach direkt Panik kriege und Angst habe, den Namen vergessen zu können und den dann direkt vergessen habe oder ihn nie richtig verstanden habe. Nach 10 Sekunden. Oh. Das ist ein bisschen hart. Vielleicht war das auch ein wenig überspitzt. Ja, ich glaube auch. Ansonsten hättest du echt Probleme. Ich hab Probleme. Ich hab Probleme. Oh, wie kann ich denn jetzt mal an ein Bild von Herrn Leidig kommen? Vielleicht ist er ja auf LinkedIn oder Xing oder wie die ganzen Seiten heißen. Mann, ich hasse die fucking... Grauzwerge? Nee. Scheiß Blob hier hinter der Wand. Oh, ich trage zu viel. Ich fälle hier Holz und kann nicht mal Sachen tragen. Naja, auf jeden Fall hat's nicht geklappt. Chemie war halt von, ja, so Dreierbereich bei mündlich. Runtergefallen auf, oh, ich guck mal hier, jetzt haben wir der 5. Wie hast du denn mündlich eine 3 geschafft? Nein, ich habe keine 3 mündlich geschafft. Aber aufgrund von mündlich war es dann am Ende eine 3. Ach, schriftlich eine 1 und mündlich eine 5. Ja. Und auf einmal war Lehrerwechsel und auf einmal waren dann die 1er-Klausuren dann auf einmal so 4 und absteigend. Es ist aber auch total kacke, wie
man nur wegen der mündlichen Note, obwohl man ja bewiesen hat, dass man es kann, dann total abkackt, oder? Ja. Das ist halt so, ja, ich muss das ja 50-50 bewerten, andere Lehrer. Ach ja, fuck it, hier, bei dir mache ich jetzt mal 70-30, bei dir mache ich 50-50. Ich kann dir keine mündliche Note geben, weil du nie da warst, also zähle ich jetzt nur die schriftliche. Also, wie auch immer die Noten zustande kommen, das weiß auch keiner, aber es funktioniert manchmal, manchmal nicht. Ich finde das halt so dumm, wenn die da so starr einfach nur drauf gucken und sagen, ja, 50-50 oder... Also, ja. Wenn du die Arbeiten halt, also wenn du die Arbeiten halt einfach bestehst mit 1, dann ist ja klar, dass du es kannst. Warum musst du das noch unbedingt zeigen? Vielleicht hast du ja geschummelt. Ja gut, aber wenn die nicht ganz blöd sind, fällt sowas ja auf. Ja, aber wie kriegt man seine mündliche Note? So, wer liest jetzt diese Aufgabe vor oder diese Textpassage? Da meldest dich, liest du vor, was da steht, musst nicht mal irgendwas denken oder so, musst einfach nur zeigen, ich kann lesen. Affe klettert Haus hoch, Affe nimmt Buch, Affe geht vom Haus runter. Oh, hier hast du deine 2 plus. Juhu. Ich mag dein Gesicht nicht, darum kriegst du keine 1, aber hier hast du deine 2 plus. Ich mag dein Gesicht nicht. Hast du das oft gehört in deiner Schullaufbahn? Nee. Nicht so von Lehrern. Die haben das besser formuliert. Die haben so gesagt, so, ja. Ich bin zwar jetzt Vertretungslehrer. Nee, ich bin zwar jetzt hier Geschichtslehrer, 5. Klasse. Ich gebe dir mal mündlich eine 6. Du warst zwar immer da, aber du hast nichts gesagt. Okay. Voll unfair. Ach so, diese Person, die halt den halben Unterricht immer nur gestört hat, die nie auf Fragen geantwortet hat, die Hälfte Zeit nicht da war. Ach so, 4 bis 5, passt schon, passt schon. Okay. Logisch. Ja, klappt halt alles, ne? Fuck Logic. Ja. Paco Logic. Ist das nicht so ein Spiel? Ich weiß nicht. Nee, Moment, das ist, glaube ich, irgendwie anders. Das war, glaube ich, Pathologic? Ich habe keine Ahnung. Pathologic, das ist ein Spiel, ja. Das definitiv. Ja. Ist das nicht das mit diesen komischen Puppen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur den Namen. Ist es ein Horrorspiel? Ist es ein... Ich glaube, das ist ein Spiel mit so komischen Puppen. So ein Horrorspiel. Mit diesen Holzpuppen oder so. Oder? Oder verwechsel ich das jetzt gerade voll? Ich weiß. Ich könnte nachgucken, aber ich überlege gerade lieber, wie ich hier, ob ich diese Plattform größer bekomme und diese Balken noch einreißen kann oder ob hier alles zusammenbricht, wenn ich diese Balken entferne. Die Antwort ist ja. Die sind ein tragendes Element. Ich könnte auch einfach eine Holzplatte über die Steine bauen. Kev. Ja? Wenn du mit deiner Schwester shoppen gehst. Was nie passieren wird. Und dann die Einkaufstaschen trägst. Hast du dann eine tragende Rolle? Dazu müsste ich die Taschen erstmal tragen können. Du meinst, du kannst sie nicht tragen, weil deine Schwester so viel einkauft? Vielleicht. Ja. 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 The answer is yes. Wo ich glaube, ich komme in eine Kammer, wo eine Truhe ist. Die Antwort ist immer ja. Wieso brenne ich schon wieder, ey? Dieses Feuer ist echt ungünstig platziert. Ich reiß das jetzt gleich ab. Es ist kaputt gegangen. Ein Lagerfeuer ist gerade kaputt gegangen, weil es zu viel Schaden ausgeteilt hat. Wie oft hast du dich bitte verbrannt? Also ich finde... Hör auf, das Boot anzugreifen, Grauling. Ich find's ja echt lustig, wie sie das extra reingepatcht haben, das Lagerfeuer. Schaden nehmen, wenn sie Schaden austeilen. Voneinander lernen, miteinander umzugehen. Hör auf zu trollen. Warum denn? Hä? Wieso denn trollen? Es gibt einen Pierce-Ball? Geil.
Wieso denn Trollen? Was habe ich denn gemacht? Ich wollte gerade irgendwas ganz Wichtiges erzählen und dann hast du weiter gesungen und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Weil es so schön war. Ja. So wunderschön wie heute. Aufeinander zugehen, voneinander lernen. Future Perk Requirements brauche ich nicht mehr. All Ball Power plus. All Ball Power. Yes. All Ball Power. Brauch mehr Demo Bälle. Wo hast du denn All Ball Power her? Von Ram Ranch oder was? Nein, bitte nicht! Oh, ich kann nicht mehr. Gleich erstmal eine Dauerschleife zum Einschlafen. Ram Ranch really rocks. Oh Gott, nein, 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 nein. In Dauerschleife zum Einschlafen. Also, ich wusste ja, dass du gestört sein könntest. Jetzt hast du die Bestätigung. Aber so schlimm? Ja. Ich find's auch geil, wie dieser Balkon einfach mit so einem Holzbalken aufgespießt ist und er irgendwie so hält. Schon erstaunlich. Ja. Dass es überhaupt so funktioniert. Ich bin zurück. Ich habe 17 Eisenschrott mitgebracht. Ja. Und noch mehr cooles Zeug. Wie diese Zornestrophäe. Und cool. Dieses Geld. Zornestrophäe hatten wir auch in irgendeiner Kiste schon drin, in der Höhle, ne? Ja. Im Dungeon-Ding. Ja, daher kommt die. Genau die ist das. Geil. Jetzt baue ich hier in den Stein rein. Ich sehe doch nicht mal mehr die Snap-Punkte. Soll ich hier irgendwas anbauen? Okay, das muss passen. So, jetzt muss ich einmal zurück in die Hauptbase, denn meine Eisenhacke und meine Bronzehacke sind beide kaputt. Was hast du denn hier gebaut? Wo? Wo? Moment, Moment. Wo habe ich irgendwas gebaut? Ach, die Abstände sind nicht gleich. Ich wundere mich, wieso der Balkon ein bisschen überragt. Dann müsste ich das hier eigentlich zwei breit machen, aber dann geht's nicht. Dann gehe ich ja hier durch die Säule durch. Willst du etwa sagen, dass ich geschlammt habe? Nein, nein, nein. Es ist nicht geschlammt. Das gehört so. Dein Glück. Ich habe mich nur gerade gefragt, wie ich jetzt hier was mache. Hält das dann jetzt, wenn ich das da ranbaue? Oh ja. Ist das jetzt eine Tiefe? Nein. Sieht nur so aus. So. Oh nein. Was denn? Du weißt, was du gerade gesungen hast. Ja, wieso? Ja, nur so. Ich setz schon mal den ersten Ofen um. Ja. Wir können Lagerfeuer bauen. Wo ist vorne? Die glücklichen Baumfreunde. Wieso hat der Ofen jetzt eine höhere Stabilität als der Boden, auf den ich den platziert habe? Das klingt nicht logisch. Egal. Ich akzeptiere es. Ich habe gelernt, in meinem Leben zu akzeptieren, wenn etwas einfach so ist, wie es ist. Es ist ja, wie es ist. Yep. Guck mal, ich habe noch genau einmal Holz für diese Kante.
Für diese Kante. Die ich aber gar nicht haben wollte, weil ich noch ein Stück weiter gehen möchte. Oh, dieser Nebel schon wieder, ey. Man sieht einfach nichts. Ja, müssen wir mal ins Bett gehen. So. Ah, es geht hier immer Licht an, wenn ich neue Sachen holen will. Danke, Portal, dass du so schön leuchtest. Also alleine deswegen, vielleicht können wir nachher Eindringlinge! Vielleicht können wir nachher auch einfach Portale als Lichtquelle nutzen. Das wäre sehr lustig. Jedes Mal, wenn man so vorbeiläuft, leuchtet alles auf. Ja, das hätte schon was. Ist es schlimm, wenn ich Zinn einschmelze? Nö, wieso? Was soll daran schlimm sein? Ach Gott, jetzt komme ich hier nicht hoch. Nee, kommst du nicht. Hast du es eingesammelt? Ja, habe ich auch. Ich wollte sie hinwerfen, damit ich das... Danke. Oh nein, diese Kante ist hoch. Hä? Moment. Hier komme ich... Doch, jetzt komme ich hoch. Wieso kam ich hier gerade nicht hoch? Ich weiß nicht. Das Spiel ist merkwürdig. Ah, jetzt habe ich hier auch Licht zum Arbeiten. Nein, ich bin immer noch überladen. Oh Gott, wo ist die Kiste hin? Oh nein. So. Ich habe das Gefühl, wir brauchen Billo-Holz, damit wir... Wo ist eigentlich das Feuer? Wo ist das Feuer hin? Das habe ich dir doch vorhin erzählt. Das ist kaputt gegangen, weil ich zum vierten Mal reingelaufen bin. Du hast es nicht neu gebaut. Nein. Wir brauchen es. Wofür? Fürs Braten von Fleisch. Ich brauche Nahrung. Dann müssen wir es vielleicht mal irgendwo hinbauen, wo es nicht direkt kaputt geht. Es würde nicht kaputt gehen, wenn du einfach mal dein Hirn einschalten würdest. Jetzt hast du dein Hirn runtergefahren. Ich hole jetzt Billo-Holz. An diesen gigantischen Kiefern. Was ewig lange dauert. Tja. Dann ist es halt so. Ich brauche auch Billo-Holz. Wofür? Um das hier weiterzubauen? Wir müssen es stabiler machen. Eventuell kann ich was für dich tun. Nein! Ach guck mal, jetzt kann ich diese dicken Baumstämme in den Boden ran. Ich weiß zwar nicht, an welchem Punkt der ansnappt, aber es funktioniert. Die kriegt nur das Holz und Holzbalken oder was? Ja. Wo kommen die ganzen Grauzwerge her? Das frage ich dich. Echt? Ich frag dich nicht. Du weißt es ja nicht. Wieso willst du mich nicht fragen? Warum? Hältst du mich für dumm oder was? Partiell. Aha. Das ist aber nicht sehr nett. Du besitzt eine gewisse Bauernschleue, die man dir nicht absprechen kann. Hast du mich jetzt dumm genannt, oder was? Ich hab dich Bauer genannt, das ist viel schlimmer als dumm. Ja, so klinge ich aber auch. Gerade ja. Nee, allgemein. Was stimmt denn hier nicht? Was ist denn hier los auf einmal? Hier ist ein Krieg im Gang. Hier laufen Skelette rum und Grauzwerge, die sich irgendwie im Nebel gegenseitig fehlen. Wow. Was denn? Ach Gott, dieses automatische Krumm- und Schief-Aussehen von Objekten ist bei diesen Steinen gerade echt schlimm. Das sieht halt aus wie Augenkrebs. Wie sieht denn Augenkrebs aus? Na, wie dieser Tetris-Stein. Ich habe das Gefühl, die Skelette haben gewonnen. Es waren auf einmal nur noch Skelette da. Oh nein.
Jedes Mal, wenn ich nur einen Stein holen will, heißt es erstmal hier, bitteschön. Zinn. Ah. Oh mein Gott. Der Grauzwergenberserker steht vor der Tür. Ich komme zurück mit Holz. Ausgezeichnet. Oh, baust du das hier rum? Na, kaputt gegangen. Ich versuche es zumindest, ja. Ach, kann ich den Holzbalken auch nehmen? Hier. Das ist ja das dicke Holz. Hier. Ich versuch's gleich, wenn mein Inventar leerer ist. Nein, ich hab das Zinn genommen, ich wollte das gar nicht. Wir brauchen hier einen Kohlemeiler. Ja. Können wir doch, glaube ich, schon bauen, oder? Theoretisch ja. Wir haben 9 Surtling-Kerne. Ach, guck mal. Das passt perfekt zusammen, oder was hier? Das passt wieder, okay. Das ist schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, gut, gut. Okay, perfekt. So. Ah ne, warte mal, ich brauchte ja... Was brauchte ich nochmal dafür? Wahrscheinlich euch und euch. Ach, Missing Requirement. So. 40 Holz, you're carrying too much. Jetzt wird Spinatpizza wahrscheinlich kotzen, aber das ist mir egal. Wieso sollte ich kotzen? It's necessary! Es ist notwendig! Den Holzstab aus der Mitte nicht angewählt. Egal. Okay, ich werf mal das Kernholz zum Kernholz. Warum dauert das so lange? Eins. Oh Gott, das fühlt sich der Boden krumm an, ey. Ich hoffe übrigens, dass es nicht irgendwann mal durch irgendeinen blöden Zufall alles zusammenstürzt und sich dann im Meer wiederfindet. Das könnte passieren, wenn wir nicht aufpassen. Ja. Wenn es geht, würde ich es gerne vermeiden. Jetzt brauche ich ein bisschen Kernholz. Bam. Stehst du im Boden? Du stehst im Boden. Ist das hervorragend. Jetzt muss ich das Kernholz wieder zur Seite legen. So, das kam hier rein. Das tun wir auch mal hier rein. Oder hatten wir da... Ah, das hatten wir da schon. So. Es ist Tag, wie wunderbar. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Ja. Hier liegt ein Baumstamm im Wasser. Einer? Im Wasser? Achso, der. Ja. Den kennst du offenbar schon. Kriege ich den dahin platziert? Ich hoffe, das ist richtig. There's no Baumstamm. Ja. Ist der richtig? Der ist richtig, ne? Ja, das ist richtig. So, das ist die zweite Plattform. Ich hoffe, die Steine... Erinnerst du dich dran? There's no limit! Ich hoffe, die Steine halten. Wir haben das schon gesungen. Wir haben das schon gesungen, on cam. Oh Gott.
Erinnerst Sachen, du dich? Die man verdrängen. Erinnerst du dich verdrängen, nicht? Verdrängen. Nee, erinnere ich mich nicht. Der Verdrängungseffekt hat eingesetzt. Du könntest was zu essen vertragen. Du könntest ein Hirn vertragen. Ich brauche normales Holz. Das habe ich nicht. Ich weiß.